Und es gewartet ein wenig Spellstone. Der Gildenkrieg läuft, doch bevor es losgeht, öffne ich Kisten. Und bevor ich das mache, muss ich hier nochmal... Es ist echt krass, wie viele Arena-Kisten man öffnen kann mit dem neuen Update, also mit dem neuen System. Bitte, der rote Goblin, der ist jetzt... Ach komm, ich brauche den noch einmal. Dann könnte ich den jetzt direkt machen. Die anderen habe ich echt häufig bekommen. Ab und zu öffne ich ja auch außerhalb des Videos, weil ich ansonsten diese Grenze an 1500 erreiche. Mann, Mann, Mann. Na gut, aber man kann sich echt nicht beschweren. Denn, wie gesagt, mit dem neuen Update und so bekommt man die 500 wieder. Das ist eine kostenlose Karte. Fast 30 Windseelen und hier 30 Inscription. Nochmal die Kiste öff... Nein! Oh, das habe ich jetzt... Moment mal, ich hatte 900 oder so abge... Hä? Aber um viel kann ich das jetzt nicht überschritten haben. Ach, das ist echt ärgerlich. Warum gibt es denn hier dieses... Ja, ich verstehe schon, warum es dieses Limit gibt. Mann, nein. Aber noch eine hätte ich nicht öffnen können. Vorher, da hätte ich dann noch eine Kiste, dann wieder öffnen, eine Kiste wieder öffnen. Heieiei, da ist er. Immerhin, immerhin. Dankeschön. Ich glaube, den nehme ich jetzt gleich ins Deck rein, oder? Eigentlich wollte ich heute nur den Gildenkrieg zeigen, aber dann machen wir die Karte hier mal, würde ich sagen. So, Moment. Aber ich kann noch was öffnen, jedoch nichts Großes. Hier aufmachen. Kavums, Kavems, Kavams. So, genau. Na dann, was kicken wir denn da raus? Egal, irgendwas wird sich schon finden. Aufrüsten, sortieren. Denn den nehme ich sowieso rein. Das, ach so, ich habe ja die anderen schon aufgewertet. Es wartet lediglich der eine noch darauf. Aber jetzt habe ich keine Rune dafür. Eine Schwächenrune wäre schon ziemlich heftig, muss man jedoch sagen. Habe ich noch eine Vergeltungsrune irgendwo rumliegen? Aber Schwächen wäre eben das Wichtige. Denn das ist offensiv. Sage ich jetzt mal, Vergeltung, da muss ich darauf spielen, dass ich Treffer einstecke. Und das ist nicht so toll. Mal schauen. Aber der ist auch ohne Rune zu gebrauchen. Sehr schön. Da ist er vierfach. Direkt nochmal aufwerten. Aufwerten, aufwerten und aufwerten. Sehr schön. Heftige Karte. Die anderen, den habe ich 7-mal, den habe ich 5-mal, den habe ich 12-mal. Also den bekomme ich am häufigsten offenbar. Ja, genau. So, sehen wir uns mal kurz mein Deck an. Was kann man denn da rauskicken? Ich würde sagen die Heuschreckenplage, denn die hat ebenfalls keine Rune drin. Und genau. Das mache ich. Heuschreckenplage raus. Und Moment, da kann ich ja hier bleiben. Sorry, du bist zwar ganz nett so mit Vergiften etc. Aber was muss, das muss. Apfelmus. So, sortieren. Den Button kann man nie richtig anklicken. Aber egal. Und Goblin rein ganz kurz ansehen. Nur runenmäßig. Was besitze ich denn? Ich besitze Leben. Kommt ganz bestimmt nicht rein. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Massenheilung, oh, größere Vergeltung, aber das wäre eine Verschwendung, obwohl die Karte dann dadurch, ja, naja, nein, mache ich aber bestimmt nicht. Korrosiv, vergiften, nö, leider keine Schwächenrune. Ich könnte craften, aber momentan, ja, 120, ich dann, oh, Moment mal, ich kann aber eine legendäre craften, mittlerweile wieder, oder? Ah, ganz genau. Ja, das mache ich und irgendwann dann schmelze ich diese ganzen Runesliver ein etc., dann bekomme ich vielleicht diese Blaufeuer. Machen wir mal. Ich will mich wieder mit einer legendären Rune belohnen und eine Verhexenrune. Das ist doch mal spitze. Das ist sogar sehr spitze, die könnte ich in Ronin reinpacken. Nur mit dem einzigen Unterschied, dass ich Ronin leider noch nicht vierfach besitze, oder? Nö. Das glaube ich nicht. So, Moment mal, ist ein Untoter. Und da ist er leider nicht vierfach. Ein einziger Ronin fehlt mir noch und dann hätte der... Hier irgendwo Verhexen 5. Boah, das wäre schon krass. Also Verhexen 7 in Summe mit Doppelschlag, Verhexen 14 in einer Runde. Ich glaube, das wäre schon genial. Alternativ. Moment, das gibt es dafür auch eine? Das will ich nur ganz kurz. Dann badam. Oh, da gibt es wieder eine eigene. Mann, 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 Mann. Okay, das ist nur eine Verhexen-Solo-Rune und keine Verhexen-Alle. Aber egal, vielleicht nicht für Ronin. Mal schauen, was da noch so kommt. Auf jeden Fall, jetzt stürzen wir uns ins Gefecht hinein. Hier bin ich gerade ein bisschen am Aufräumen. So nebenbei schafft man ja doch etwas. Und ansonsten geht's hier los mit dem Gildenkrieg gegen die Originalen. Die Originals. Sieht ganz gut aus für uns in der letzten Stunde. Vielleicht durch Zeitverschiebung, dass da am Ende noch einige Angriffe reinkommen. Was bekommt man denn? Ach so, habe ich schon gezeigt, der hat den, den ich schon 12-mal habe. Mann, 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 egal.
Los geht's, 10 Kämpfe hat man zur Verfügung. Bisher war es so, Sieg, Niederlage, Sieg, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, immer abwechselnd. Und ein einziges Mal haben wir, glaube ich, zweimal hintereinander gewonnen. Und da geht's direkt mit einem einfachen Gegner los, 13. Sehr schön, jetzt habe ich zwei von diesen Goblins. Ist genial, ich muss jedoch, wenn ich beide auf einmal ziehe, aufpassen, dass ich immer den spiele, der Schwächen hat. Ja, diese Schwächenrune ist schon heftig. 5 anstelle von 3, beziehungsweise 10 anstelle von 6 in Summe. Das ist, durch den Doppelschlag wird das eben so heftig. Und die Vergeltung, naja, die profitiert vom Doppelschlag eben nicht. Und von daher, yo. Aber vor allem jetzt, wenn dann das Insekten-Event endet, werde ich vielleicht noch das ein oder andere Insekt zusätzlich rauskicken. Und dann kann es definitiv nicht schaden. Machen wir Defender gegen Defender, warum nicht? Dann kann es definitiv nicht schaden, wenn ich hier noch ein paar Goblins drin habe. Denn die sind einfach zu stark. Und da ist der nächste. Einer ist gestorben und direkt nachdem der gestorben ist, taucht der nächste auf. Sehr schön. Sieht zwar nicht so toll aus ohne Glanz, ohne Glitzer durch eine fehlende Rune. Oder vielleicht Lebenspunkte? Dann wäre der auf 19, aber so eine Lebenspunkte-Rune verschwende ich, glaube ich, nicht für den. Ach, keine Ahnung, aber die Karte ist schon ziemlich OP. Also, ich sag's nur nochmal, einige aus unserer Gilde fahren da sogar mit mehreren Doppelt-Fusionierten. Sagen wir mal, 4 Doppelt-Fusionierte anstelle von 2 Vierfach-Fusionierten. Und die scheinen damit echt gut zu fahren. Haben gute Erfolge damit erzielt. Und, jo, muss man sich nur auf der Zunge zergehen lassen, wenn beide den Doppelschlag in einer Runde haben. 4-mal diese Goblin-Blitze hintereinander. Oh, da sind sie auch gleich beide. Heftig, ah. Nein, da mache ich, nehme ich den. Obwohl, mit Doppelschlag, der überlebt das, oder? Ah, im mächtigen Engel. Nehmen wir den Drachen. Nehmen wir den Drachen. 0 Schaden rein und jetzt diesen Goblin. Und dann sollte das hoffentlich passen. Ein bisschen durch Versengen hat er jetzt schon abbekommen. Aber hat noch überlebt. Boah, der ist jetzt auch noch überlebt. Ja, durch Schwächen. Das ist eben so krass. Wenn zwei dann mit Schwächen am Start sind, dann ist das fein. Schön. Ich glaube, ich habe Glück bei der Gegnerwahl gerade, denn eigentlich ist das ein spannender Kampf. So, die haben auch schon 20.000, was nicht so schlecht ist. Ah, das mag ich nicht so, mit erstarren Karten gegen den Turm zu beginnen. Deshalb machen wir es jetzt und hoffen, dass nicht der Turm gewählt wird. 50-50 Chance, 50-50-50. Und es ist die falsche 50-50 Chance. Aber egal, dürfte trotzdem was werden, den Dünen-Slammer ohne Rune. Oh, oder nehmen wir es doch mal nicht auf die leichte Schulter. Mal schauen, doch. Müsste sich ausgehen. Zwei rote Goblins, aber noch keiner ist am Start. Ich weiß, dass das nicht rot ist im Sinne von rot der Farbe, sondern, aber ich finde es witzig, weil der tatsächlich rot ist. Und eigentlich auf Englisch rot, verrotten. So in etwa. Was war das? Was war das hier? Da hat einer 10-mal gewonnen, auch 10-mal, hier 9-mal wahrscheinlich. Und so weiter. 5 Kämpfe noch. Gegen die Aria, die man selten sieht mittlerweile. Dann den hier eigentlich, der Turm kann oft in der ersten Runde schon sterben gegen den. Jawohl, und das tat er auch jetzt hier. War zwar ziemlich knapp, aber geht sich oft dann aus. Und da ist dann eigentlich egal, ob eine Schwächenrunde drin ist oder nicht gegen den Turm. Aber trotzdem. So, da ist auch schon mit einer Schwächenrunde natürlich. Ich würde mal sagen, zu 90%, wenn irgendjemand eine Rune bei dem drin hat, dann ist es die Schwächenrune. Und wer Lebenspunkte hat oder Vergeltung, glaube ich, der packt das nur rein, weil er nichts anderes besitzt. Und ich meine, jede Rune ist besser als gar keine Rune. Und wer genügend davon hat. Boah, den Titan hat man auch schon lange nicht mehr gesehen, aber in Kombination mit Grog eventuell. Aber der richtet, naja, 11 Schaden ist nicht so schlecht. Jedoch schlechter als beim Event. Von daher, der sollte kein Problem werden. Aber hat noch mit einem Lebenspunkt überlebt, um angreifen zu können jetzt. Nichts ist geschehen. Sehr schön. Ja, das hätte ich nicht gedacht. Wenn ich gewusst hätte, dass der gar nicht so spannend wird, der Gildenkrieg, hätte ich vielleicht einen anderen mal gezeigt. So, Unsichtbarkeitsrune, dann nehme ich natürlich den Kollegen, weil Korrosiv, ich hasse den, da ist man immer auf 0 unten. So, aber der wird nicht den Drachen dann angreifen, also nehme ich die Karte hier, weil der Turm ja wohl doch kaputt gehen wird. So, zu long, kann auch nicht schaden. Und den König nimmt man auch mal. So, jetzt wird's aber diese Karte als erste, weil verhexen alle. Das ist immer nervig.
Faxen alle vier. Mhm. Wenn da jeder direkt davon profitieren kann. Besonders so eine Doppelschlagskarte. Das kann gefährlich werden. Aber wenn man sie gekillt bekommt innerhalb der Verzögerung, dann passt das. Sauber, diese Karte zum Beispiel. Die hätte Verhexen. Aber eine epische Rune, eine legendäre Rune, eine epische Karte. Dafür habe ich nicht genug davon. Hebe ich mir definitiv, ich glaube, für Ronin. Ronin ist zwar nicht immer zu gebrauchen, aber man sieht ihn immer und immer und immer wieder. Und dann eine legendäre Verhexen-Rune da rein. Das wäre schon krass. So, Moment mal. Korrosiv. Nein! Wollte ich das machen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich hätte das eher nicht machen wollen und sollen. Mit etwas Glück stirbt er trotzdem ganz knapp nicht. Weil der nächste Doppelschlag richtet keinen Schaden an, aber er ist an der Vergeltung gestorben. Na, eigentlich wollte ich das gerade gar nicht machen. Ich wollte die Karte nur so ganz lässig in der Luft herumflattern lassen, während ich überlege. Aber hat gepasst. Hätte ich mir jetzt schlimmer vorgestellt. So, Scylla ist am Start. In der Zone versuche ich auch ein bisschen was, um die Seafolk-Dingenskirchen da zu sammeln. Diese Brine Souls und ein 15er, das dürfte es werden. Und hier, das muss man sich mal ansehen. Ich nehme sogar den anstelle des der Karte, die eigentlich von beidem profitiert. Also von Insekten-BGE und von Goblin-BGE. Einfach, weil ich diesen Rodstrike-Goblin so krass finde. So, was ist denn da jetzt los? Jetzt passen wir mal auf hier. Das ist gerade eher ungeschmeidig, wenn ich ehrlich sein soll. Obwohl der nicht so gute Karten hat, aber Verus überlebt hier ohne Ende. So, aber jetzt muss es dann doch was werden mit Atlas, hoffe ich. Ah. Ui. Was nehmen wir? Ich nehme den. Keine Ahnung, er hat jetzt auch Atlas. Autsch. Das wird dann doch noch ein Los. Da habe ich jetzt zu schnell begonnen. Aber ich hätte nichts anders gemacht, glaube ich. So, Atlas ist leider schon wieder weg vom Fenster. Die Vergeltung nervt ein wenig bei dem. Naja, okay, das war die Niederlage, leider zu schnell geklickt, sorry. Aber 5 oder so waren das, je nachdem, wie viele Karten man kaputt bekommen hat. Aber wundert mich, Rang 67, dass wir da jetzt eigentlich führen und eine Stunde, ich glaube, so viel kann sich da nicht mehr ändern. Hier haben wir 2, die 13 Mal gewonnen haben. Hier 13 Mal, sorry. 10 Mal gewonnen, 9 Mal, ja, das passt schon. Shoutout an alle, die so fleißig hier mitmachen. Freut mich und Dankeschön. Ja, okay. Und jetzt vielleicht noch so den einen oder anderen Prämienkampf durchziehen mit den 2 Goblins. Und da kommen sie wie die Faust aufs Auge gerufen. Und hier Ronin mit einer Faxenrune. Und hier ist es auch, zu 90% hat da jemand eine Faxenrune drin. Ab und zu sieht man eine Lebenspunkte-Rune. Aber hier ist so krass. Und dann noch ein Doppelschlag und nochmal Schwächen. Und jetzt habe ich 2 davon. Was willst du da machen? Die blitzen den alleine schon weg. Ja, genau. Die Karte ist nicht so schlecht. Also noch eine Schwächenrune würde mir wirklich gut tun noch für das ganze Event. Vielleicht öffne ich ein paar epische Runen ebenfalls. Aber ansonsten hätte ich jetzt niemals zum Beispiel diese epische, diese legendäre Verhexenrune bekommen. Und die ist definitiv eine große Motivation für Ronin, genau. Boah, schafft er das? Jawohl, ganz knapp. Trotz Elementarschild. Achso, Moment mal. Schild Elementar 4. War das nicht? Das war. Welche Karte war das? Das war ja nicht mal ein Elementar, oder? Ich weiß jetzt gerade gar nicht, welche Karte das war. Aber dann war es gar nicht so heftig. Okay, genau. Genau. Sauber. Doch, passt. Gildenkrieg geht ganz gut voran. Rune ab und zu mal wieder da. Und ansonsten läuft es hier auch. Mit diesem Rodstrike Goblin hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Ob ich einen dritten reinnehmen würde, weiß ich nicht. Da wüsste ich jetzt gerade spontan nicht, was ich dafür rauskicken soll. Wenn, dann eher mit einer speziellen Rune dann drin. Obwohl von denen, ganz ehrlich, von denen kann man nie genügend haben, oder? Würde ich vielleicht sogar den Defender rauskicken oder so. Dann habe ich zwar ein Problem, dass man eine meiner einzigen Karten mit durchbohren, wo ich da gegen diese ganze Panzerung ankomme. Falls jemand irgendwie Samael oder so am Start hat. Aber ansonsten sehen wir uns mal kurz mein Deck an. So. Bam, badam. Vielleicht würde ich sogar den König Garganotos rauskicken, ganz ehrlich. Gegen noch einen Rodstrike Goblin. Aber ansonsten bin ich so halbwegs zufrieden.
ja, da kann man, beschweren kann man sich da normalerweise eher weniger. Genau, sehr schön. Und jetzt zu guter Letzt will ich mir noch ganz kurz ansehen. Aufrüsten, sortieren, nach Verhexen. So, was hätte ich denn noch so? Ja, hier kann man eine legendäre Verhexenrune reinnehmen. Dann, bei der Brut, weiß ich nicht so, da ist die Lebenspunkte-Rune ganz gut aufgehoben, finde ich. Der natürlich, ach so, aber da passt hier sowieso nicht. Verhexenronnen, ja, haben wir schon geklärt. Und hier kommen die ganzen epischen, nö. Ich habe dann eigentlich gar nichts. Bei Scylla benötigt man auch diese Verhexen-Alle-Rune. Ja, ansonsten natürlich der beim Engels-Event, das wäre auch krass gewesen, Verhexen 6 direkt in Summe. Engels-Doppelschlag und so weiter, aber Ronnen, das passt perfekt. Sehr schön. Doch, freut mich. Jetzt einmal noch Ronnen irgendwo rausziehen, keine Ahnung woher. Kleiner Zwischenstand hierbei. Verus 1920 von 5000, kommt hoffentlich auch irgendwann. Aber für jetzt würde ich mal sagen, was mit der Folge? Ich bedanke mich fürs Zusehen, es geht einfach nicht so weiter.